Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 mit dem Shardogs. YouTube, da machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar waren wir am letzten Mal hier beim Berg Kurell. Oh ja, den versuchen wir gerade zu überqueren. Haben beim letzten Mal hier in diesem Hüttchen oben gegenüber einfach mal die Brücke heruntergelassen. Können jetzt rübergehen und können jetzt mal wieder kämpfen. Tja, ja, wir würden nichts lieber als das tun. Stimmt's? Ah ja, okay. Wir flüchten nach diesem Move zu 100%. Da, Uncloud's Limit-Technik ist ready. Ist das nicht schön? In der Tat. So, normalerweise müssen wir den Weg nach oben nehmen. Wir gehen aber erstmal den Weg nach unten. Einfach nur, um zu sehen, wie cool es ist. Eigentlich war ich gerade der festen Überzeugung, hier gibt es noch eine Map oder so. Moment. Wenn wir hier schon runterlaufen können, dann gibt es hier vielleicht eventuell was zu holen. Moment. Lass mich nochmal kurz schauen. Vielleicht übersehe ich gerade etwas. So, und da werden erstmal diese komischen Pilze erstmal wieder bestraft. Dafür, dass wir beim letzten Mal so lange daran geklaut haben, verdammt nochmal. Und ich kann diesen Streuschuss einfach nicht mehr sehen. Ich sehe bloß noch Kieselsteine. Ey. Ruhe jetzt im Karton. Nein. Kein Blitz. Autotech reicht. Vollkommen. Oh, 400 XP ist schön. Ja, I like it. Ach, gucke mal. Da geht's doch noch irgendwo rein. Ich wusste es. Ich bin nicht komplett dumm. So, Kraftkapsel erhalten, Gemütskapsel erhalten und tada, ein Zelt. Hey, entspannt ihr Leute euch jemals? Es tut mir sehr leid, aber ich kann nichts für dich tun. Okay. So, hier, Abwechskapseln, 3 Stück, Gemüskapseln, 3 Speedkapseln, 3 Kraftkapseln, Glückskapseln. Tja, theoretisch könnten wir die jetzt schon verwenden, allerdings lasse ich sie erstmal so im Inventar stehen, ja. Als ob wir das nötig hätten, uns jetzt schon hochzupowern. Ja, wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Mit Beta würde hier alles so gut wie One-Hit sein. Das wäre schon echt nützlich, hätten wir das gehabt, aber... Jetzt spielen wir halt erstmal so. Aber keine Sorge, das holen wir uns noch. Yeah. Guck, mit Shiva geht's ja auch. Dauert nur ein klein wenig länger, die Animation, aber... Und auch nur die Hälfte an Schaden, aber... Ne? Ist trotzdem schön. Oh. Seht euch mal diese schöne, wunderbare Brücke an. Da sind Bomber, right? Yes, Bomber sind hier. Und von dem Bomber können wir auch irgendwas Tolles klauen hier. Konnt nicht stehlen. Ist mir aber auch relativ egal, was die Teile haben. Wir machen die Viecher platt. Mit der Hoffnung, dass sie nicht explodieren und mich kaputt machen. Oh, guck mal, er wird schon mal größer. Kriegen wir das Ding kaputt, ohne dass es explodiert? Ja, das werden wir sehen. Einmal ausprobieren. Bombenschlag! Jetzt sind auf einmal alle tot, pass auf. Nee, kriegt nur einen Charakter ab. Fände ich auch ein bisschen übertrieben, wenn es so wäre. Was hat denn hier gerade Ring gemacht? Wir haben noch keine AP bekommen, keine EXP. Aber irgendwas hat Kaching gemacht, das ist schön. Huch. Wie jetzt? Sie darf schon Stufe 2 machen? Und ich nicht? Mein Leben ergibt keinen Sinn mehr. Tifa hat mehr Kills als ich. Oh ja, macht eigentlich Sinn, oder?
Sie tötet ja die ganze Zeit hier welche mit Shiva und so. Ach komm. Hier, flüchte einfach. Langweilig. Tja, hätten wir Beete, meine lieben Freunde, wird uns das nicht passieren. Wirklich? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Sieh an, hätte nicht gedacht, dass ich dich hier nochmal sehen würde. Haben sie dich aus einer anderen Stadt rausgeschmissen oder was? Du zerstörst alles, was du anfasst. Du hast Nerven, hierher zurückzukommen. Schau dir diesen Ort an. Es ist alles deine Schuld, dass Nordkorea so verkommen ist. Warum sagst du nichts, hä? Oder hast du schon vergessen, was du hier getan hast? Es tut mir leid. Scheiße, du bist die Mühe echt nicht wert. Verschwende keine Zeit damit, um mit diesem Technofreak zu reden. Technofreak. Was eine Beleidigung. Du hast gehört, was sie sagten. Es ist meine Schuld, dass diese Stadt zerstört wurde. Du weißt, wer dafür verantwortlich ist, wie es jetzt um Nordkorea steht. No? I don't know. So, der möchte, dass wir irgendwas kaufen. Wir wollen allerdings nichts von dir kaufen. Was hast du? Was willst du kaufen? Verwandlung, im Besitz 1, Jungfernkuss, Schrumpfhorn und so weiter und so fort. Na, brauchen wir alles nicht. Verzieh dich! Die einzige Art, hier genügend Kohle zusammenzukratzen, ist das Sammeln von Schrott. Wenn du überleben willst, dann brauchst du ein paar von meinen Waffen. Oh, guck mal, hier haben wir nochmal diesen Super-Duper-Dieb, wenn man den nochmal holen möchte. Schon ganz cool. Und den Carbonreif. Carbonreif ist natürlich so verteidigungstechnisch gar nicht mal so schlecht, wa? Wieso hast du eigentlich keinen Carbonreif an? Hm. Gibt schon komische Sachen. So, wir geben den einfach mal Ifrit, just for the lulz, um einfach mal zu zeigen, wie Ifrit so drauf ist. Schon cooler Hengst, ja. So, ansonsten, du hast eh keine alle. Doch, du hast eine alle, okay. Noch sogar zweimal alle. Hat schon komische Substanzen bei mir. Ja, ja. Ha! Was willst du spielen? Wie soll ich nun in einer Stadt weiterleben, die alles verloren hat? Zur Hölle mit dem Makoreaktor! Wegen denen wurde mein Mann in den Unfall verwickelt. Er war so ein starker Mann. Ich wollte gerade sagen, lass mich jetzt nicht hier festdacken, Ma'am. Little girl. Ich hörte, es sei jetzt hier in... es sei jetzt hier in, sich tätowieren zu lassen. Stimmt das? Stimmt. Vielleicht sollte ich mir eine Null tätowieren lassen. Für einen armen Mann wie mich wäre eine Null genau passend. Aha, ja, ja, ist schon interessant, auch dieser Dialog. Willkommen, das kostet 50 Kip pro Nacht. Nein. Nein, nein, nein. Das sieht überhaupt nicht einladend aus. Da würde ich nicht so gern schlafen. Hier geht's nach Goldshauser. Hier geht's noch in den Scheld. Alle wissen, dass der Unfall unvermeidlich war, aber sie werden erst zufrieden sein, wenn jemand die Schuld auf sich nimmt. Ich möchte diesen Müllhaufen von Stadt hinter mir lassen. Wenn ich ein Fahrzeug hätte, würde ich in Richtung südliche Wüste fahren und dann zu der Stadt auf der anderen Seite des Flusses gehen. Hallo? In dem Brunnen dort drüben glänzt etwas. Wenn ich es in die Hände kriege, verkaufe ich es und gehe nach Goldshauser. Können wir da unsere Finger reinstecken? Wahrscheinlich nicht, oder? In dem Brunnen? Ach so, der meint... Ach so, das ist eine Glotze wahrscheinlich und kein Brunnen oder ein Ofen. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. In dem Brunnen? Nicht im Brunnen, meint sie. Wo sind hier im Brunnen? Oder war das doch im Brunnen in ihrem Zelt? I don't know. Der nächste Zug kommt bald. Opa war früher Ingenieur auf dem Kohlezügen. Er kann seine alten Gewohnheiten von damals einfach nicht ablegen.
Okay. Schön. Alles klar. Dann, gucken wir mal. Alright. Barrett, was ist passiert? Tut mir leid. Was ist passiert? Hier in der Gegend war meine Heimatstadt. Was meinst du mit wahr? Nichts mehr davon übrig. Hab gehört, sie wurde platt gemacht. In nur 4 Jahren. Aber wie konnten diese Leute nur so furchtbare Dinge behaupten? Und ich bin schuld. An all dem bin ich schuld. Meine Heimatstadt Corell war schon immer eine Bergarbeiterstadt. Sie ist staubig und arm, aber friedlich, eine echte Kleinstadt. Magereaktor, das Wort hörte ich seit damals zum ersten Mal? Was sollen wir tun? Der Einzige, der dagegen ist, ist dein. Ich bin auf jeden Fall dagegen, wir haben einander nichts zu sagen, wenn ihr daran denkt, unsere Kohle wegzuwerfen. Unsere Kohle ist immer beschützt worden, unsere Urahnen haben ihr Leben dafür riskiert. Wir dürfen dies alles nicht einfach wegwerfen. Aber hör doch zu, Dein. Niemand verwendet heutzutage Kohle. Das ist die Zeit, in der wir leben. Ja, alles ist jetzt Marco. Es wird schon hinhauen, Dein. Die Shinra Inc. wird dir deinen Lebensunterhalt garantieren, wenn der Marco-Reaktor erst einmal fertig ist. Hör zu, Dein. Ich will nicht, dass meine Frau Mina noch weiter leidet. Minna. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich fühle mich da genauso, verdammt nochmal. Aber trotzdem werde ich unsere Kohlebergwerke nicht weggeben. Dein, du musst verstehen. Genauso wurde der Corell-Reaktor gebaut und fertiggestellt. Wir dachten alle, dass er unser... Was? Was war das denn für eine kaputte Dialogbox? Es passierte, als Dein und ich ein paar Tage weg waren. Corell wurde von den Shinra-Truppen niedergebrannt. Alle Bewohner der Stadt, alle meine Verwandten, alle. Alles. Shinra-Truppen? Wieso? Im Reaktor gab es eine Explosion. Shinra hat die Schuld an dem Zwischenfall dem Volk gegeben. Behauptete, eine Rebellengruppe hätte ihn verursacht. Es ist furchtbar. Ich nehme an, das stimmt, aber mir selbst mache ich mir mehr Vorwürfe als Shinra. Ich hätte niemals beim Bau des Reaktors mitmachen sollen. Mach dir keine Vorwürfe. Wir sind damals alle auf Versprechen von Shinra reingefallen. Deswegen bin ich so sauer! Sie haben mich nicht nur ausgenutzt, ich habe auch noch meine Frau verloren. Hey, alle mal aufgepasst. Wenn ihr nach Golds Haus wollt, steigt schnell ein. Seilbahn fahren, einsteigen, aussteigen, einsteigen, aussteigen, einsteigen, aussteigen, einsteigen. Lass uns einsteigen. Dein war mein bester Freund. Von klein auf standen wir uns nah. Ich habe nichts gewusst. Barrett hat kein Wort gesagt. Ich habe kein Mitleid mit Barrett. Er hätte Shinra Inc. niemals vertrauen dürfen. Wir gehen lieber weiter. Thank you.
Yeah, meine lieben Freunde, hier sind wir auch schon. Willkommen in Goldsausa! So, war das eigentlich der Speicherpunkt, der gratis war? Der war gratis, oder? Ich hoffe, ich täusche mich nicht an dieser Stelle. Hä? Ich habe wohl keine Wahl. Nicht genug GP. Doch, man brauchte dafür irgendwas. Kann man ja eigentlich trotzdem irgendwie das Ding triggern und trotzdem speichern, obwohl das Spiel es einem nicht erlaubt. Das wäre interessant. Ne, geht scheinbar nicht. Denkt man nicht, dass man es austricksen kann. Allerdings kann man ganz halt vor und zurückfahren und vor und zurückfahren oder so ähnlich. Dann wird irgendwann mal hier oben ein Typ auftauchen, wobei... Jetzt macht das ja weniger Sinn. Warte mal, kommen wir überhaupt in Goldsausa rein? Wir haben kaum Geld dabei. Oh, das ist jetzt gerade sehr dumm. Ah, eine Einzelkarte kostet 3000 Gil. Wir haben nicht genug Geld dabei. Ach, ich bin manchmal so ein Horst, meine lieben Freunde. Das ist einfach unfassbar. Und wieder zurück, meine Damen und Herren. Wir müssen immer eben kurz was verkaufen. Wobei, was soll's. Schauen wir uns doch einfach mal in der Zwischenzeit mal eben kurz an, was es für Gegner auf der Weltkarte gibt, rund um Corell. Würde mich mal auch interessieren gerade. Und im nächsten Part gehen wir dann einfach nach Goldsausa. Ich glaube, das ist auch ein guter Plan. Können wir gerne so machen. So, hier sind wir dann. Können uns auch gerne hier umschauen, wenn ihr Lust habt. Aber hier gibt es zunächst halt einmal nichts zu holen, außer Random Battles. Und das ist nun wirklich nicht viel. Dann haben wir da eine Wüste, in die wir nicht reinkommen. Because Treibsand und so. Und guck mal hier, jetzt haben wir solche Dragons. Hatten die nicht auch irgendwas? Was man von denen stehlen konnte? Show me your moves. Raumzeitbombe gestohlen, naja. Alter! Yuffie! Die Gegner sind schon ein bisschen tough, auf jeden Fall. Und auch nicht One-Shot. Yeah, easy. Aber so kann man, glaube ich, auch ganz schön schnell seine Limitleiste füllen. Flammenwerfer! Ganz schön heiß, ne? Fliegende Sicheln. Tja, he doesn't even care. So, bap! Tiefart. Ah! Ich hätte ja gedacht, sie würde jetzt direkt wieder Limit haben. So, schauen wir mal. 420 XP, 45 AP. Na, gibt's auch Schlimmeres, oder? Würde ich sagen. Zack, und wir haben unsere 3000 Gil zusammengekratzt und können jetzt tatsächlich nach Goldsausa. Aber das, meine lieben Freunde, machen wir dann einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen. Genau, wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in aller Frische, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7 mit mir, dem Shardox. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir uns durch die ganzen schönen Minigames kämpfen und einfach unseren Aufenthalt in Goldsausa genießen. Und dann was ganz, ganz Unerwartetes passiert. Okay, alles klar. Ich bin raus. Haut rein.